Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Och, GLaDOS. Das finde ich aber nett. Und damit herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Ja. Es geht weiter in den Testkammern. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welcher Testkammer wir sind. Ich muss das Mikrofon gerade etwas höher machen. Und auch so gucken, dass es so bleibt. Ja, ich weiß, das hätte ich eben machen können. Habe ich aber nicht, weil ich überhaupt erstmal froh war, dass Portal gestartet ist. Ich hatte nämlich erstmal wieder einen Schock, dass Portal gar nicht starten würde und dies und das. Und wir befinden uns in Testkammer 10 von 22. Mal schauen, was uns so im nächsten Test erwartet. Mikro ist auch an. Okay, hier funktioniert alles. Gut. So, Entschuldigung, musste husten. So, herzlich willkommen auf jeden Fall zurück hier in Portal 2. Und, ja, wir haben im letzten Part... War das im letzten Part mit den Katapulten oder keine Ahnung? Auf jeden Fall haben wir dort diese neuen Sachen hier vorgestellt bekommen. Und zwar dieses hier. Dieses Katapult und diesen Laser, wo wir jetzt... Was? Fast Alter. Okay, wohin jetzt? Okay. Oh, nee. Ah, ich verstehe. Ich muss den Laser blockieren. Haha. Wie mache ich das? Keine Ahnung. Ich weiß übrigens gar nicht, Leute, ob am Anfang eben... ach so, okay. Ja, okay. Ah, okay. Okay. Ich weiß gar nicht, ob am Anfang, Leute, eben ein kleiner Leck gewesen ist, weil ich da die Aufnahme gestartet habe. Wenn ja, tut's mir leid, aber dann ist das halt immer so am Anfang. Und meine Stimme ist wieder sehr im Stimmbruch, höre ich gerade. Und was war das? Oh, ich bin ja auch so doof. Ja, wir wissen es. Wir wissen es. Schnauze. Blaues Portal, richtig? Ja. Okay. Oh. Jawohl. GLaDOS macht hier gerade Disco Pogo. Oh. Ach, da können wir auch hin, oder? Geht das? Ja. Okay. Ja. Woo. Okay. Jetzt müssen wir nach da oben. Ja. Ach, warte mal. Ach so, da. Oh, okay. Ich wusste gerade nicht, wo man den Cube abstellen soll. Gut. Ah, okay. Okay. Gut, gut, dann weiß ich jetzt auch wie. Einmal aufs Katapult. Hui! Was ist hier? Seriously? Ha. Okay. Warte mal, da kann ich mir jetzt noch einen holen. Oh. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ha. Okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich hier wieder rum. Moment mal. Muss denn der Laser hingeführt werden? Ah, verstehe. Ah, verstehe, verstehe. Das heißt, einmal hier ein Portal. Einmal runter. Und dann einmal da hinten. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was habe ich da oben gesetzt. Orange. Muss da hinten blau. Und dann... ah, nee. Der muss da bleiben. Na? So.
Und an den gleichen Weg jetzt noch einmal. Der ja schon sehr cool ist. Und los! Was? Wie? Bitte? Hey, was ist hier los? Kann ich den einfach so... Bin ich blöd. Okay, funktioniert's? Funktioniert's oder ist jetzt irgendwas schief gegangen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Miau. Miau. Wow. Ah, okay. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Aha. Ich trinke gerade einen Schluck, deshalb, Moment mal kurz. So. Ich habe ja gesagt, beim Trinken und beim Husten mache ich mein Mikrofon dann erstmal aus, beziehungsweise halt auf leise. Und ja. So, weiter geht's. Dann müsste das Testkammer 11 sein. Ja. Diese Brücken bestehen aus natürlichem cool. Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Okay. Danke, GLaDOS. Wheatley! Wheatley! Oh. Crap. Ey, dann haben wir ja hier wieder was ganz Neues. Aber diese Dinger sind echt cool, das macht echt Spaß. Voll witzig. Erstmal ein Screenshot. So. Ja, ich weiß, dann leckt das immer so blöd. Das ist ein bisschen dumm gemacht. Andererseits... ja, jetzt fängt mein Hund an zu bellen. Das ist auch immer toll. Oh, Moment mal, Leute. Ich gehe mal schnell gucken, was der hat. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das hat sich jetzt gerade geklärt mit meinem Hund. Ja. So, jetzt gerade nochmal hier das Mikro ein bisschen zurecht machen und dann müsste das gehen. Hallöle. Hallo, Test. Okay. So, Entschuldigung. Nein! Boah. Nein! Nein! Ja, die Brücken sind cool. So. Gut, da kommt der Cube gleich raus. Hä? Okay, Moment mal. Auch eine schlaue Idee. Woo! Das ist echt cool. Das macht echt Spaß. Woo!
Okay. So. Da muss das hin. Das heißt, dann kommt das dahin. Ah, das ist echt cool. Da. Genau. Es ist echt cool. Macht echt Spaß. Das war eine dumme Idee gerade. Das war sehr dumm. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Hanne informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. So. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Ach, wie nett, GLaDOS. Ich habe eben nochmal einen Schluck getrunken. Und ja, jetzt geht's weiter. Hier in Energy Science. Die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Entschuldigung, Screenshot. Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Ja, da war gerade Wheatley und ich habe einen Screenshot gemacht, deswegen sorry, Leute. Oh Mann. Ja, ist schlimm, ne? Mit meinen Screenshots und dass es dann leckt und alles. Voll scheiße. Und was ich gerade richtig zum Kotzen finde, ist das einfach hier gerade in meinem ganzen... Das ist ja alles in mein Ohr dröhnt gerade. Deshalb, ich muss die Kopfhörer ein bisschen anders aufsetzen gerade. Damit ich mich auch mal selber reden höre. Ich meine, ich höre mich zwar auch selber reden durch den Kopfhörer, weil das Mikro ja halt so eingestellt ist, aber... Naja, es tut dann schon sehr im Ohr weh. Und da die Kopfhörer sowieso sehr schön sind, sind sie nicht, ist das halt so. So. Oh. Cool. Hä? So. Gut, jetzt noch... Achso, Moment. Genau. Wir müssen erstmal den Cubi-Bubi holen. Hat sich echt gelohnt gerade. So. Das hat sich auch gerade echt gelohnt. Das hat sich gerade auch echt gelohnt. Das hat sich jetzt gelohnt. Und warum ist das so ein leichter Test, GLaDOS? Das ist doch irgendwie... Ich nehme nie wieder das Wort leicht in den Mund. Nie wieder. Das gibt's doch nicht. Was zum Teufel? Sag ich einmal, ja, GLaDOS, was ist das für ein leichter Test? Dann falle ich in so eine Grütze, weil ich einfach zu dumm bin. Gibt's doch gar nicht, Alter. Wie scheiße. Und meine Stimme ist echt wieder richtig fett im Stimmbruch, Alter. Sowas liebe ich ja, ne? Wenn meine Stimme mal so dann immer so hell ist, weißt du? So, festhalten, du Scheiß-Cube.
Ist das eine gute oder eine schlechte Idee, ist gerade die Frage. Ja. Ach, das funktioniert, das wusste ich nicht. Okay, aber es hat funktioniert. Cool. Sehr gut. Bitte. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. Komm, wir so viel Platz hier. Sie war gut. Genug. GLaDOS, du bist nett. Ich fände dich wirklich sehr nett. Danke. Vielen, vielen Dank, GLaDOS, dass du uns so ermutigst, weiter diese beschissenen Tests zu machen. Ich meine, ich weiß noch nicht einmal, wer uns hier nach Epic Zum Science geschleppt Test gehören hat. Geschütztürme. Erinnerst du dich? Nein. Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Witzig. Okay, hier sind die Territs wieder, aber hier gibt es eine bessere Übersetzung von denen, und zwar heißen die hier Türme und nicht mehr Territs oder Turrets, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißen sie hier Türme. Geschützturm halt. Allerdings, im zweiten Teil ist das ein bisschen scheiße. Schlafmodus aktiviert. Und zwar sagen die nicht mehr, ich hasse ist dich doch nicht. Jemand. Ich hasse dich nicht. Das sagen die leider nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. So. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich will dich auf eine andere Art. Ziel verzögert ist Fehler. Wow. Hallo, wow. Hallo. Hallo. Wuhu. Tiefschlaf. Nein! Herrgott. Ich verzeihe dir. Ich mir. Ah, mein Ohr. Da bist du. Ah! Wow. Wieso? Warum machen die hier so ekelhafte Geräusche, Alter? Ach, du. Scheiß. Achtung, ich mache nochmal einen Screenshot. Okay, cool. Das ist ein bisschen doof mit den Screenshots. Entweder ich mache sie dann halt so per Fraps. Oder dann mache ich sie halt einfach, wenn ich die Aufnahme sehe, dann mache ich da einfach irgendwie so einen Screenshot, das kann ich auch machen. Ich glaube, dann mache ich das mehr so, aber das ist auch ein bisschen doof. Aber egal, mal schauen, weil es nervt schon mit den Screenshots, wenn es dann die ganze Zeit so leckt und bla. So, da kann ich kein Portal hinschießen, dann ist das also hier schon der richtige Weg gewesen. Hallo? Oh. Anscheinend können sie uns dadurch... Oh Mann, diese scheiß Kopfhörer. Ich glaube, ich muss mir mal neue besorgen. Ha, ihr blöden Territs. Könnt nicht nach oben gucken. Oh. Was? Ich hasse dich nicht, hat er gerade gesagt. Ah! Ich hab's nicht verstanden, aber normalerweise sagen die das im zweiten Teil nicht mehr. Was ich ein bisschen schade finde eigentlich. Wow! Holy! Holy moly! In the moly goly! Junge, Junge, Junge! Die haben aber mit den Territs dieses Mal überhaupt nicht gespart, du. Oh. Die haben sich gedacht so, ja, du, komm. Ne? Jetzt haben sie sich gedacht so, ja, komm, du. Hier, ne, letztens ist Shell nicht gestorben. Ne, zu wenig Territs. Und jetzt machen wir mal ein paar mehr. Ah. Schnauze! Scheiße. Probleme.
Nein! Uiuiui! Oh! Das ist toll, dass du mich nicht hast. Ob ich das schaffe? YOLO! Nein! Boah, geil! Bitte lass mich runter. Suche. Scheiße! Und tschüss. Hier kommen. Ja. Oh oh. Du, es tut mir leid, aber... Okay. Was ist hier los? GLaDOS? GLaDOS? Ladesequenz wahrscheinlich hier wieder. Ja, sage ich ja. Schluck trinken. Mit Eiswürfeln drin. Leckeres Wasser mit Eiswürfeln. Was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, aber egal. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. Wow, cool. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Alter, was ist hier los? Ah, ich finde das... Ich finde dieses Spiel einfach so mysteriös und alles. Das ist saugeil. Ich feiere dieses Spiel einfach richtig. Testkammer 14. So. Ja, seltsam. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. So, GLaDOS, es kann aber auch nicht sein, dass ich in 60 Jahren tot bin. Weil wenn ich da in diesem Spiel ungefähr 20 oder 30 bin, dann... Okay, bei 30 würde ich sagen, okay, in 60 Jahren, ja gut. Aber wenn ich 20 bin und dann, nee. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Nein! Oh. Hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Oh Gott. Hallo? Nein. Hei. Hilfe. Nacht. Fahre hoch. Viel verloren. Tschüss. Ist dort jemand? Nein. Was soll das? Nein! Nein! Kritischer Fehler. Ich bin dir nicht böse. Ja, das ist toll. Umso besser. Okay. Wieso? Darum. Aktiviert. Oh. Lalalalala. Könnten Sie bitte herkommen? Lalalalala. Wie lange haben wir eigentlich noch? Oh, eine Minute. Eine Minute drei, okay. Uiuiuiuiui.
Okay, dann mache ich das mal gerade so. Ach, der Cube ist da. Ja, prima. Ich mache mal schnell den Timer aus. Nachher bimmelt das hier. Ja, natürlich. Ich will den Timer ausmachen. Was macht mein Handy? Schaltet die Kamera ein. Why not? Nur, wir machen das hier noch schnell zu Ende und dann... So. Diese Töne. Moment mal. Also. Oh, diese Töne. Ach, ich bin blöd, okay. Nein, 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 ist dort jemand? Hallo, Suche, deaktivierter Rucksack. Suche verloren. Ja! Hilfe! Nein! Nein! Was? Hilfe! Boah, Alter, was? Okay, gut. Ich glaube, meinem nächsten Part habe ich wieder eine bessere Stimme und auch eindeutig kann ich da ein bisschen mehr und besser reden. Hö. Nein, falsche Seite! Nein, 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 nein! Fuck! So, richtige Seite. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Schade. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Ah, guck mal, wie Leute. Wie klein die Welt doch ist. Hier wird es erklärt. Alles klar. Also die sind tatsächlich gefüllt mit diesen... mit Kugeln. Krass. Ich weiß nicht, ob die von... die kommen von Aperture Science, die Dinger, aber warum entwickelt Aperture Science diese Dinger? Dies und noch mehr werden wir vielleicht im... naja, nicht im nächsten Part, aber in den nächsten Parts von Portal 2. Nach dem nächsten Test wissen. Wartet eine Erkennen. Überraschung auf dich. Wissen. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Wer mag das wohl sein? Das Ganze im nächsten Part von Let's Play Portal. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.